Einen schönen guten Abend aus Madrid. Das Estadio Vicente Calderón ist restlos ausverkauft. Und die Zuschauer wollen natürlich diese Partie hier sehen. Atletico gegen AC Mailand. Das Rückspiel steht an im Achtelfinale. 1:0 konnten die Madrilenen auswärts in Madrid, in Mailand natürlich gewinnen. Ganz klar. Und es ist immer noch alles offen, während die Champions League Hymne hier im Hintergrund ertönt. Forcieren sich gerade die Mailänder hier nochmal, um alles zu geben in dieser Partie. Und die Spanier sind sichtlich erstarkt, nicht nur durch den positiven Erfolg im Hinspiel, sondern auch in der Liga läuft es im Moment sehr gut. Sie sind aktuell Tabellenführer und haben im Stadtderby gegen Real 2:2 unentschieden gespielt, was nochmal weiterhin ihre Präsenz in der Liga zeigt und dass alles offen ist um die Meisterschaft. Wir hier von Anfang an. Und sehen wir uns mal die Aufstellung vom AC Mailand an. Balotelli kann trotz seiner Schulterprellung aus dem Hinspiel spielen. Da war ja fraglich, ob er denn überhaupt einsatzfähig ist. Hat im Hinspiel, um es umgangssprachlich zu nennen, ganz schön auf die Socken bekommen. Und es geht los. Villa spielt den Ball zurück auf Felipe. Atletico von links nach rechts in rot-weißen Trikots. Die Italiener komplett in weiß. Von rechts nach links. Hier ist Gavi. Verliert den Ball an Robinho und die erste gute Möglichkeit für Nigel de Jong, der aber nicht rankommt. Und Godin schnappt sich die Pille erstmal. Felipe. Schöner hoher Ball auf Felipe. Der hat jetzt außen hier ganz viel Platz. Bringt den Ball auch herein. Und das Abbiati macht den Schritt raus. Und sofort der Abwurf auf Mozzari. Hier ist de Jong. Balotelli und Juan Fra. Gurke versucht, Diego Costa anzuspielen. Balotelli. Schöner hoher Ball, natürlich, klar. Schöner Ball auf Rubinho, der jetzt im Strafraum. Und das Tackling war hier mit Vorsicht zu genießen, aber kein Foul. Gavi, der Kapitän. Und Abate. Atletico versucht hier nicht allzu viel Tempo zu gehen. Das merkt man jetzt schon in der Anfangsphase. Versuchen so ein bisschen das 1:0 zu verwalten. Klar, das ist kein großer Vorsprung. Sie sollten sich auch nicht so sicher sein. Aber gerade gegen doch sehr defensiv starke Italiener. Es ist eigentlich immer ganz gut, sich hier nicht zu verausgaben und dann womöglich noch ins offene Messer zu rennen. Und Konter, die man dann immer sehr schnell einfängt. Jetzt aber Adair Thuram. Und der Pass wird abgeblockt. Emanuelson erstmal ins Seitenaus. Und die Spanier nähern sich dem Strafraum. Mario Suarez bringt die Flanke hinein. Diego Costa versucht ranzukommen, aber dabei erstmal rausgeköpft. Jetzt wieder die Madrilenen am Ball. Hier ist wieder Adair Thuram. Mit dem Schuss aus der zweiten Reihe, aber doch etwas unplatziert. Und Abbiati ganz sicher. Abate. Montolivo. Wird hier gefoult und Freistoß. Mario Suarez. Diego Costa. Schöner Ball auf Villa. Und Zapata hat natürlich aufgepasst. Stark gemacht.
Montari. Erstmal hinten rum. Und Suarez auf Villa. Und er wird ganz schön gefoult. Also, wenn man so reinrauscht, dann kann es auch mal gelb geben. Und das hier kurz hinter der Mittellinie. Aber der Schiedsrichter belässt es dann wohl bei einer Mahnung. Gabi mit der Reingabe. Aber erstmal keine weiteren Konsequenzen für die Spanier. Und ein schwacher Schuss. Konsequenzen natürlich für die Italiener. Und wie eben erwähnt, der schwache Schuss. Aus dem man wirklich hätte mehr machen können. Diego Costa. Ein Missverständnis zwischen ihm und wir, aber der kann sich den Ball erkämpfen. Der Ex-Spanier, der hier für Barcelona spielte. Und Abiati kann den Ball aufnehmen. Abwurf zu Kaká. Monsolivo. Abate. Balotelli. Kaká. Montari und AC immer noch im Ballbesitz. Jetzt aber Philippe, der sich den Ball schnappt. Und sofort geht es in die andere Richtung. Ala Turan. Gegen Zapata. Wer ist Sieger? Es sind die Italiener, denn es gibt Abstoß. Gut, Philippe. Das Mittelfeld ist sehr eng gestaffelt. Und somit gibt es auch kaum Durchkommen. Sowohl für Atletico als auch für AC. Philippe versucht über die Außen. Kommt hier auch gut durch. Die Flanke. Villa ist ganz frei vor dem Tor. Und da muss er mehr draus machen. Selbst wenn er. Entschuldigung, selbst wenn er hier im Abseits steht. Der Ball kam nicht mehr aufs Tor. Und eine halbe Stunde ist rum, immer noch 0:0. Nacho de Jong. Balotelli. Von dem haben wir noch nicht ganz so viel gesehen. Vielleicht mal jetzt eine gute Aktion von ihm. Ja, da ist er. Schöner Ball auf Kaká. Und der macht das Ding nicht rein. Denn da war noch der Torwart dran. Kurz war, ganz starke Aktion. Mario Suarez vielleicht mit dem Kopfball hier aus der Gefahrenzone. Jawohl, das tut er auch. Und jetzt vielleicht der Konter von Atletico über Koke. Schöner Ball auf Villa. Und der ist jetzt ganz frei vor dem Tor. Kein Abseits. Villa. Immer noch Villa. Villa mit dem Schuss. Und da steht es 1:0. Klasse Aktion von Atletico Madrid, die hier wunderschön mit 1:0 in Führung gehen. Ausgehend von der Ecke, die Suarez klasse rausköpft. Und dann geht es ganz schnell über Koke, der hier hoch auf Villa spielt. Kein Abseits, klasse gemacht. Und der ist eiskalt. Der Spanier trifft hier für die Madrilenen zum 1:0. Kurz vor der Pause. Wahnsinnskonter. Und da müssen sich die Italiener jetzt schütteln. Dürfen sich davon jetzt nicht beunruhigen lassen. Robinho spielt hier gleich zwei Spiele aus. Drei. Und wird er gefoult. Balotelli. Der Ball kommt gut. Aber nicht zu gut, um hier ein Tor zu erzielen. Was war das dann bitte für ein genialer Konter von Atletico Madrid? Stark gespielt. Da haben sie es oft schon über die Außen versucht. Und dann aber nach der Ecke, da hatten sie dann den nötigen Platz, den sie brauchten. Und dann haben sie das 1:0 erzielt. Hier V-Spiel an Montari. Aus der Halbfeldposition. Kaká.
auf Balotelli. Aber hier ist Montolivo mit dem Schuss. Courtois lässt abprallen und da steht es 1:1. Da verkürzen sie Montari mit dem Treffer. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Hier dabei auf Balotelli. Der kommt hier gar nicht richtig zum Kopfball. Trotzdem kommt irgendwie Montolivo an den Ball. Courtois nach dieser starken Parade vorhin, die zu der besagten Ecke und dem Konter führte. Sieht er hier ein bisschen blass aus. Kann den Ball von Montolivo nicht festhalten. War natürlich auch platziert geschossen. Und somit ist das Kurzeck offen. Und damit steht es jetzt insgesamt auch 2:1. Und beide Mannschaften besitzen ein Auswärtstor. Ja, der Schuss von Montolivo war natürlich auch platziert geschossen, wie eben gesagt. Das heißt, wenn jetzt AC noch ein Tor schießt, dann steht es hier 2:2. Oh, und das war ein ganz klares Foulspiel wieder von Nigel de Jong. Da muss es aber langsam mal die gelbe Karte geben. Diego Costa. Und er ist jetzt wieder frei vom Tor. Costa mit dem Schuss. Und jetzt ist das 2:1 für Atletico Madrid. Nächster mit dem Tor für AC. Genau andersrum. 2:1 für die Madrilenen. Noch vor der Pause. Und das ist ja ein wahres Torfestival hier. Durch die Mitte gespielt und da ist auf einmal ganz, ganz viel Platz. Da hat die Abwehr geschlafen vom AC Mailand. Und dann läuft der besagte Stürmer einfach nur nach außen raus. Und dadurch eröffnet sich der Weg zum langen Eck. Der Fehler hier von Abate, der durch die Mitte spielt, will eigentlich nur die Seite verlagern. Aber Koke hat aufgepasst. Und dann ist der Weg frei für Diego Costa. Der, wie gesagt, schön nach außen zieht. Zwei Mitspieler noch auf sich zieht, beziehungsweise Gegenspieler. Um dann einfach nur ins lange Eck einzuschieben. Und das alles noch vor der Pause. 2:1 jetzt also. Und insgesamt dann ein 3:1. Robinho spielt nach außen auf Abate. Was macht der? Spielt sofort wieder rein. Aber Godard hat aufgepasst. Balotelli war noch da. Aber der konnte hier im Moment eher weniger Gefahr ausstrahlen. 2 Minuten gibt es oben drauf. Und der Ball auf Montolivo. Kein Abseits. Courtois da. Starke Aktion des Keepers. Um 1:1 ist er wirklich immer oben auf. Auch bisher eine wirklich gute Partie. Mario Suarez. Ala Turan. Und da pfeift der Schiedsrichter erstmal zur Halbzeit. 3 Tore bis hierhin. Das ist. Entschuldigung. Bis hierhin. Das ist gar nicht schlecht. Wir sind natürlich gespannt auf die zweite Halbzeit und wollen noch mehr Tore sehen. Es geht weiter. Nacho de Jong. Kaka auf dem Vormarsch zum gegnerischen Tor, denn die Seiten wurden natürlich gewechselt. AC jetzt von links nach rechts und Atletico jetzt von rechts nach links. Koke bleibt hier eng, aber kann sich den Ball wiederholen gegen Maxes und jetzt der Gegenstoß über Koke. Hier ist Diego Costa. 3:1. Na, wenn das mal nicht die Vorentscheidung war, Freunde. Da klingelt zum Kasten von Abiati und Co. 3:1. Sofort noch wieder ein Pfiff. Und das ist moralisch sehr, sehr niederträchtigend für die Mailänder, die sicherlich sich einiges vorgenommen haben für die zweite Halbzeit.
und kriegen hier prompt so ein Ding aufgesetzt. Eiskalt. 3:1 für Atletico. Und jetzt wird es ganz, ganz schwer, hier noch irgendwie zu reagieren oder das Spiel zu drehen. Kaka. Und der Fehlpass, da geht's schon los. Ich hatte es bereits erwähnt. Moralisch ist das immer so eine Sache, gerade zum Anfang oder zum Ende der ersten Halbzeit. Also zum Anfang der zweiten und zum Ende der ersten, mein Gott. Da ist das immer sehr, sehr entscheidend, wenn man da Tore macht. Suarez durch die Mitte. Hier ist Villa. Wird gefoult. Und somit gibt es Freistoß. Nazarpa hat einfach nur den Körper reingestellt und ist natürlich ein Foul. Gurke probiert es hier aus rund 25 Metern. Oh, der ist gut! Abiati muss hier sich lang machen. Der hätte gepasst. Mozzari. Was geht jetzt bei AC? Die müssen sich jetzt neu aufbauen. Kein Selbstvertrauen verlieren. Nur so können sie das hier noch schaffen. Emanuelson. Verliert den Ball an Diego Costa. Und der wiederum an Maxes, somit jetzt Einwurf für die Weißen. Mozzari, der im Moment viel am Ball ist. Scheint also eine sehr wichtige Anspielstation aktuell im Spiel der Mailänder zu sein. Mozzari hier wieder am Ball. Balotelli, von dem wir immer noch nicht viel gesehen haben. Ist sonst eigentlich immer auffällig, egal ob durch Torchancen oder durch andere Aktionen, die vielleicht auch nicht immer ganz fair sind. Gurke. Versuch eines Seitenwechsels, aber geblockt. Und Emanuelson nimmt den Ball auf. Maxes. De Jong versucht sofort nach außen zu spielen. Aber der Ballbesitz wechselt jetzt wieder zu Weiß. Und Balotelli ist meiner Meinung nach im Abseits. Der Pfiff kommt, aber er kommt spät. Richtig gesehen vom Schiedsrichter gespannt. So konnte ich das nämlich auch noch live gerade deuten. Aber wir haben ja eben nochmal die Wiederholung durch die Fernsehbilder und die Kameras, die es hier uns in jeder Partie, egal ob Liga-Alltag oder auch Champions League, immer erlauben, nochmal einen genauen Blick auf die Situation zu werfen. Gabi, der im Grätsch-Versuch. Hat Glück, dass er den Spieler hier nicht trifft und die Partie weiterläuft. Und hier ein Foul an Emanuelson. Mozzari mit der Reingabe. Philippe, und was macht er? Er kann den Ball nicht kontrollieren, es gibt Eckball. 65 Minuten sind gespielt. Suarez köpft den Ball erstmal raus. Villa verliert den Ball. Kaka. Kaka vorbei. Immer noch vorbei an Philippe jetzt hier, aber Godard kann den Ball behaupten. Und somit Atletico mit einem erneuten Versuch hier vielleicht sogar aufs 4-1 zu gehen oder, wie wir sehen, vielleicht doch eher jetzt mal mit der ruhigen Schiene. Es sind ja noch 20 Minuten zu gehen. Und da kann man sich die Kräfte für die letzten Minuten noch etwas einsparen. Falls AC doch nochmal einen Treffer aus dem Nichts erzielen sollte, dann wird es wieder spannend. Vielleicht jetzt mal über Balotelli nach außen auf Abate. Jetzt wieder Balotelli. Immer noch Balotelli und da ist der Ball. Aber Courtois ist da.
Da taucht der Ball plötzlich vor dem Kasten von Courtois auf. Schöner Reingabe von Balotelli, der auch nicht im Abseits stand. War wohl. Entschuldigung. Es war wohl sehr knapp. Ich habe immer noch mit meinem Husten zu kämpfen. Durch Erkältungen. Ball im Aus. Miranda. Minuten noch zu gehen. Fehler von Courtois, Montolivo jetzt hier, Balotelli. Und er verliert den Ball. Courtois. Atletico macht das gut. Bis auf den Pass hier gerade. Aber sie lassen hier nicht viel anbrennen und gerade Balotelli kommt überhaupt nicht ins Spiel. Der sonst auch mal so ein wichtiger Offensivanker ist für die Mailänder. Die 80. Minute ist rum. Die 81. läuft jetzt. Atletico jetzt nur noch hinten drin. Emanuelson. Aber wann kommt mal wieder etwas Zwingendes von Martin Mailand? Kurz vor dem Strafraum ist dann immer Schluss. Wieder ein Fehlpass. Die häufen sich jetzt bei den Madrilenen. Balotelli. Und Godin. Schneller als Robinho und somit Abstoß. Die letzten regulären 5 Minuten laufen. Das sieht ganz danach aus, als ob Atletico hier verdient ins Viertelfinale einziehen würde, wenn jetzt nicht Balotelli aufs Tor zurennen würde. Der ist jetzt ganz alleine vor dem Kasten und der macht's. 3:2. Balotelli, lang nichts von ihm gesehen und da ist er. Mit dem Tor für seinen Club. 3:2. Verkürzt er hier den Rückstand. Und das macht das insgesamt zu einem 4:2. Was es aber insgesamt auch nicht rosiger aussehen lässt. Es sind immer noch 2 Tore, die sie schießen müssen. Es ist noch eine ganze Menge. Trotz des Treffers hier sind nur wenige Minuten zu spielen und das sieht doch ganz danach aus, als ob sich der AC Mailand frühzeitig aus der Champions League verabschiedet. Und das wäre wieder mal ein Beweis für die doch vorhandene Umstrukturierung im Verein. Es klappt ja seit Jahren nicht mehr in der Champions League. Hatten zuletzt große Erfolge Anfang der 2000er gefeiert, so um 2005 auch nochmal rum. Und es gab einen Wechsel. Clemens Seedorf hat nun reagiert. Auch die Madrilenen noch ohne Wechsel. Diego Costa schiebt sich hier vorbei. Diego Costa und mit dem Übersteiger versucht dann auf. Jetzt ist bei mir auch alles gelaufen. Ich hoffe, die Partie ist gleich vorbei. Er versucht natürlich aufs kurze Eck zu spielen. Gucke. Spielt hinten rum. Die letzte Minute der Partie läuft. 3 Minuten gibt es oben drauf, sagt der 4. Offizielle. Suarez mit dem Fehlpass auf Montolivo. Kaka. Balotelli. Vielleicht nochmal eine Aktion von ihm. Nach außen auf Abate. Abate und. Da gibt's Eckball. Mailand mit einer guten Partie in den letzten Minuten. Und das hatten sie sich wahrscheinlich auch vorgenommen für die gesamte zweite Halbzeit. Nur da kam eben dieser frühe Treffer durch Diego Costa. Zapata aus der zweiten Reihe, aber daneben. Und da ist es aus. 3:2 gewinnt Atletico gegen AC Mailand. Und damit stehen sie verdient. Im Viertelfinale der UEFA Champions League Saison 2013-2014. Ich hoffe, diese Partie hat Ihnen genauso gefallen. Gerade die erste Halbzeit war sehr torreich. Und auch in der zweiten Halbzeit haben wir nochmal 2 Tore sehen können. Für mich eine sehr interessante Partie, die durchaus schön offensiv Fußball geboten hat. Ich hoffe, die Partie
Die Partie hat Ihnen auch gefallen. Wir sehen uns natürlich dann im nächsten Champions League-Spiel. Ich bin Ihr Kommentator, Crankron. Bis dahin. Ciao.